Es ging in diesen Tagen durch die Presse, dass die Stadt Augsburg sein Gasnetz rausreißen möchte. Dass viele Leute, die bisher ans Gasnetz angeschlossen sind, dann nicht mehr mit Gas versorgt werden können. Und gleichzeitig gibt es ein Strategiepapier aus dem Hause Habeck-Ministerium. Das hat den wunderschönen Namen Transformation von Gasverteilernetzen. Da ist noch ein bisschen was anderes mit dabei, aber das ist im Wesentlichen die Idee dahinter. Und Transformation, das klingt natürlich immer ganz gefährlich irgendwie nach Rausreißen und dergleichen Dingen. Also es kann schon sein, dass hinter Transformation auch verstanden werden kann, dass man Sachen zerstören will. Und die Bild-Zeitung hat das aufgegriffen und es gibt natürlich die Aussage, dass die Bild-Zeitung das völlig überzogen sowas dargestellt habe. Wie auch immer, ich sage Ihnen gleich, wie der Sachverhalt ist und wie ich ihn ungefähr bewerte, überlasse Ihnen dann auch, wie Sie ihn selber bewerten. Aber ich nehme es insbesondere zum Anlass, ein bisschen über strategische Aspekte von Netzen und insbesondere von den Gasnetzen in diesem Fall zu sprechen. Ja, denn da gibt es einige Besonderheiten, die hier aus strategischer Sicht zu beachten sind. Und Sie wissen ja, das hier ist ein Spieltheoriekanal und für den Fall, dass Sie es nicht wissen, dann denken Sie dran, es ist einer und jetzt ist eine gute Gelegenheit, ihn zu abonnieren, wenn Sie jede Woche eine spieltheoretische Analyse haben möchten. Okay, jetzt gucken wir uns erstmal an, was war eigentlich in Augsburg los? Also, was schreibt die Bild-Zeitung? Die Bild-Zeitung sagt, Augsburg möchte sein Gasnetz schrittweise stilllegen. Bereits in 10 Jahren sollen viele Haushalte kein Gas mehr erhalten. So, das steht da erstmal so und dann geht's weiter. Ein Stadtwerkesprecher bestätigt Bild, man habe eine entsprechende Ankündigung an hunderte Firmen verschickt. Betroffen auch große Wohnbaugesellschaften. Und dann geht's weiter, ja, in Fettdruck. Ja, Augsburg plant einen Doppelhammer für Haushalte mit Gasheizung. Sie sollen bereits 2035 auf Gas verzichten, 10 Jahre früher als das Heizgesetz vorsieht. So, also, da steht da, ich verlinke Ihnen das auch unten. Andere Sachen, die ich hier auch beschreibe, ja, also beispielsweise das Strategiepapier, von dem ich eben gesprochen habe, also aus dem Habeck-Ministerium, verlinke ich Ihnen unten auch, können Sie in der Videobeschreibung nachgucken. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an, diese Sache, die dort in der Bild-Zeitung drin stand, wie viel ist davon eigentlich tatsächlich zutreffend? Und wie das immer so ist heutzutage, gibt es also jede Menge selbsternannte Faktenchecker, die dann wie Pilze aus dem Boden schießen und alle also irgendwie angebliche Fakten checken. Und die sind dann relativ schnell, naja, auf eine Pressemitteilung des Versorgers gestoßen, also der Stadtwerke, die natürlich jetzt völlig überrannt worden sind. Also hat nicht nur die Bild-Zeitung darüber berichtet, sondern jede Menge andere Zeitschriften auch. So, dass ich mir also schon vorstellen kann, dass die ein bisschen in Bedrängnis geraten sind dort. Und die haben jetzt also selber eine Pressemitteilung rausgegeben, in der versuchen, die Sache klarzustellen, was sie dort eigentlich wirklich verschickt haben. Ja? Also wie gesagt, die Bild-Zeitung sagt ja, sie hätten es ihnen gegenüber bestätigt. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich finde das, was dort von den Stadtwerken als Pressemitteilung kommt, finde ich jetzt nicht so, dass die dem anderen völlig widersprechen. Aber ich lese sie Ihnen einfach vor und dann können Sie ja selber entscheiden, was dahinter steckt. Ja? Nämlich, die schreiben also, die Stadtwerke Augsburg, ja, die Gasversorgung in Augsburg bleibt im Rahmen der gesetzlichen Regelungen auch weiterhin gesichert, erklären die Stadtwerke Augsburg. Und Sie merken, das trägt natürlich genau das Kennzeichen eines überspezifischen Dementi, ja? Also im Rahmen der gesetzlichen Regelungen. Und wenn Sie ein bisschen weiter im Text lesen, dann stellen Sie fest, dass da zum Beispiel steht, vor dem Hintergrund, dass ab 2040 in Bayern nach geltendem Recht keine Heizung mehr mit Erdgas betrieben werden darf. So, und jetzt nehmen Sie die beiden Sachen einfach zusammen und dann stellen Sie fest, ja, das ist schon so ungefähr das, was auch vorher in der Bild-Zeitung vielleicht überspitzt, aber doch zumindest von der Tendenz hier richtig dargestellt wurde. Nämlich, wenn die sagen, es gibt eine gesetzliche Regelung, dass ab 2040 das gar nicht mehr betrieben werden darf. Und dann sagen sie vorher im Rahmen der gesetzlichen Regelungen auch weiterhin gesichert. Ich denke, wenn wir die beiden Sachen zusammennehmen, da kommen wir relativ schnell zu sowas wie dem Jahr 2035. Ja, also mir scheint das jetzt nicht völlig abwegig zu sein. Und es gibt auch einen anderen Satz, den ich auch sehr lustig finde in dieser Presseerklärung. Dort steht also, ist derzeit auch kein Rückbau des Gasnetzes geplant. Derzeit. Ja? Also das klingt für mich sehr stark. Niemand hat die Absicht, ein Gasnetz zurückzubauen. Ja? Okay. Also sorry, wenn ich da irgendwie polemisch sein sollte oder sowas. Ja? Aber ich finde jetzt nicht, dass das, was wir hier sehen, der Grundaussage von der Bild-Zeitung so völlig grundsätzlich widerspricht. Es gibt übrigens auch jede Menge andere Seiten, auf denen ich auch versucht habe, immer nachzulesen, was die noch für Argumente haben. So richtig viele mehr Argumente gibt es eigentlich nicht, gibt ja keine wirklichen anderen Quellen. Aber es wird dann häufig gesagt, ja, in diesen Mitteilungen, die die Stadtwerke verschickt haben, ging es im Wesentlichen darum, dass Fernwärme ausgebaut wird. Wir gucken uns das auch gleich nochmal an, was das für eine Bedeutung hat. Aber ja klar, es kann schon sein, dass dort zu 95% was drüber stand, was ausgebaut wird. Aber wenn in einem Nebensatz drin steht, das Gasnetz wird zurückgebaut, dann steht es halt trotzdem drin. Ja, mir liegt die Originalerklärung nicht vor, die da rumgeschickt wurde. Ja? Also wie auch immer, Sie können sich jetzt überlegen, ob Sie diesen Presseberichten, die dort in allen möglichen Zeitungen und Zeitschriften standen, ob Sie denen eher glauben oder ob Sie dieser, nennen wir es mal, Beschwichtigung glauben, die dahinter steht. Ja, wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Aber jedenfalls geht es darum, dass Gasnetze potenziell zurückgebaut werden können. Und ich habe Ihnen gesagt, das nehmen wir zum Anlass, uns einfach mal ein bisschen solche Netze genauer anzugucken.
Und da gucken wir uns erstmal die Kostenstruktur von solchen Netzen an. Sie müssen sich klar machen, wir haben eine Behörde für so etwas. Also wir haben die Bundesnetzagentur, die sich explizit mit Netzen beschäftigt. Und das liegt daran, dass in diesen Netzen Besonderheiten drin sind, ökonomische Besonderheiten, die man kennen muss. Ja? Nämlich bei den Kostenelementen haben wir verschiedene Kostenelemente, die anders zusammengesetzt sind, als wir es normalerweise kennen. Das eine ist, sie haben dort sehr hohe Vorabkosten. Also bevor Sie überhaupt mit einem Netz arbeiten können, müssen Sie das Netz überhaupt erstmal aufbauen. Das heißt also, bevor, weiß ich, das erste Fünkchen Gas da, Funken ist vielleicht das falsche Wort, Sie wissen, was ich meine, Gas durchfließt, ja, davor muss das Netz bereits zum gewissen Teil bestehen. Das heißt also, Sie haben sehr hohe Kosten, bevor überhaupt etwas losgeht. Und dann haben Sie als zweiten großen Kostenblock sehr hohe Fixkosten während des Betriebs. Also Sie haben erstmal diese Vorabkosten, dann haben Sie fixe Kosten im Betrieb und die hängen nicht davon ab, wie viel Gas tatsächlich durchfließt. Bei Strom ist es genau das Gleiche. Ja? Es kommt nicht darauf an, wie viel Strom durchfließt, sondern überhaupt das Netz aufrechtzuerhalten. Das verursacht fixe Kosten, egal ob da ein Haushalt dranhängt oder eine Million. Also ich übertreibe so ein bisschen, aber vom Grundsatz her ist das so. Ja? Und dann haben Sie natürlich noch die variablen Betriebskosten, die bei Gasnetzen auch natürlich zum großen Teil darin bestehen, wie teuer ist denn das Gas, was Sie da reinschicken. Ja? Aber das sind sozusagen die wesentlichen Kostenbestandteile, die Sie hier haben. Ja? Die Vorabkosten und die fixen Betriebskosten, das sind die Sachen, die wir uns hier ein bisschen genauer angucken müssen. Nur damit Sie diese Vorabkosten von der Größenordnung ein bisschen einschätzen können. Bei dem Gasnetz, das hat eine Länge von über 500.000 Kilometern, das ist ziemlich viel. Das ist, wenn Sie nur das deutsche Gasnetz, ja, die ganzen Verzweigungen und sowas nehmen, ja, also wie gesagt, über 500.000 Kilometer, das ist mehr als die Entfernung bis zum Mond. Ja. Nur, dass man ungefähr die Größenordnung hat. Das ist also ein Netz, was über 100 Jahre hinweg inzwischen gewachsen ist. Ja. Und man muss auch wissen, dass da hunderte von Milliarden Euro drin gebunden sind. Ja. Also das ist unglaublich kostenintensiv, ein solches Netz aufzubauen. Und man muss weiterhin wissen, dass Teile dieses Netzes sogar den Krieg überdauert haben. Ja, Sie wissen ja vielleicht noch, wie die deutschen Städte ausgesehen haben nach dem Krieg. Die Gasnetze haben trotzdem teilweise überdauert, weil die halt unter der Erde waren. Das bedeutet also, wir haben sie mit einer extrem alten und auch extrem wertvollen Infrastruktur zu tun. Ja, da ist sehr viel reingeflossen. Ja. Wenn Sie jetzt mal in einem Fernwärmenetz denken, dann müssen Sie ja bedenken, dass das parallel zu dem bisherigen Netz gebaut werden muss. Das heißt also, indem Sie ein Fernwärmenetz aufbauen, entwerten Sie die Vorabkosten, die beim Gasnetz drinstecken. Sie entwerten das und müssen aber gleichzeitig die Vorabkosten jetzt für ein neues Netz mit aufbringen. Das ist eine Sache, die in den bisherigen Diskussionen völlig unter den Tisch gefallen ist. Da ist völlig vergessen worden, dass wir diese Vorabkosten für das Fernwärmenetz jetzt einmal noch komplett neu aufbringen müssen. Wir sprechen nicht nur von den fixen Kosten, nicht nur von den Betriebskosten, sondern wir sprechen insbesondere von diesen Vorabkosten, die, wie gesagt, ein ganz großer Kostenblock sind. Das muss man verstehen, wenn man in diesen Netzen denkt. Ja, das ist so ein bisschen so, wie wenn Sie parallel zum Schienennetz noch ein weiteres schienenähnliches Netz aufbauen wollen. Und das ist kein Zufall, dass ich dieses Beispiel bringe, sondern das war beim Transrapid hier einmal kurz im Gespräch. Und Sie sehen, was daraus geworden ist. Daraus wird in aller Regel nichts, weil diese Vorabkosten für ein solches weiteres Netz so exorbitant hoch sind, dass der Nutzen davon, der zusätzliche Nutzen, ebenfalls exorbitant hoch sein muss, damit sich das überhaupt jemals lohnt. Und weiterhin muss man wissen, dass es eben im Grunde genommen illusorisch ist, in wenigen Jahren zu denken. Also wir haben es hier mit einem Netz zu tun, was über 100 Jahre hinweg entstanden ist. Und stellen uns jetzt teilweise vor, wir können mehr oder weniger in einem oder maximal zwei Jahrzehnten alles umkrempeln. Ja, also es ist nicht nur irrsinnig teuer, sondern das sorgt eben auch dafür, dass in der Zeit dort so wahnsinnig viele Ressourcen gebunden werden, dass das dadurch, dass es so schnell funktionieren soll, eben nochmal besonders teuer wird. Wir gucken uns jetzt mal die Fixkostendegression im Betrieb an. Also wir stellen uns jetzt einfach mal vor, wir haben ein existierendes Netz, also zum Beispiel das Gasnetz, und Sie haben eine bestimmte Anzahl an Kunden, die da angeschlossen sind. Wenn diese Anzahl an Kunden runtergeht, dann heißt das, dass die Kosten, die fixen Kosten, die Sie in jeder einzelnen Periode haben, dieses Netz zu betreiben, dass die auf immer weniger Kunden verteilt werden müssen. Das heißt also, die Netzgebühren werden für den einzelnen Kunden immer teurer. Das heißt also, indem wir das Fernwärmenetz aufbauen, sorgen wir dafür, dass andere Kunden abwandern von dem Gasnetz und infolgedessen eine gewisse Zeit lang beide Netze auch da sind und deshalb für den Einzelnen es unglaublich teuer wird.
Und jetzt müssen Sie sich weiterhin vergegenwärtigen, das gilt ja auch für das Fernwärmenetz. Also es ist ja nicht nur so, dass es bei dem Gasnetz so ist, wenn dort wenige dabei sind, dass es dann teuer ist, die Fixkosten, die umgelegten, ja, sondern eben auch bei dem anderen Netz. Das heißt also, wir müssen uns klar darüber sein, dass überhaupt der Aufbau eines Fernwärmenetzes eigentlich nur durch die bisherigen Gaskunden subventioniert werden kann, wenn es denn aus den einzelnen Gebühren heraus bezahlt werden soll, aus den Preisen, die die Kunden zahlen. Oder aber es gibt eben wieder eine andere Stelle, dass sozusagen Subventionen reinfließen oder so etwas, aber dann wird es ja auch bezahlt. Also diese Kosten für das weitere Netz, die sind auf jeden Fall da. Und das sind Dinge, die man sich klar machen muss, dass bei solchen Netzen es eben häufig überhaupt nicht darauf ankommt oder fast nicht darauf ankommt, wie viele Leute dieses Netz in Anspruch nehmen. Das gibt es übrigens auch in anderen Bereichen. Also wenn Sie beispielsweise zu denjenigen gehören, die eine Solaranlage auf dem Dach haben und einen Speicher im Haus stehen haben, ja, Stromspeicher, dann sind Sie im Grunde genommen für Ihren Stromversorger die absolute Katastrophe. Denn Sie nehmen jetzt 3/4 des Jahres praktisch keinen Strom ab, sind reiner Selbstversorger. Und dann in 3 Monaten, da auf einmal kommen Sie an, in Wintermonaten, ja, dann wenn Ihre Solaranlage nichts liefert, dann kommen Sie auf einmal an und sagen, jetzt will ich aber trotzdem die volle Leistung hier in Anspruch nehmen können. Und es muss alles das ganze Jahr lang bereitstehen, obwohl Sie es nur 3 Monate lang nutzen. Absolute Katastrophe für den Anbieter. Ja. Und es ist vollkommen klar, dass diese Kosten der Bereitstellung, ja, dass die auf irgendeine Weise umgelegt werden müssen. Und es kommt jetzt eine ganz paradoxe Situation, nämlich, Sie haben jetzt als einzelner Kunde einen Anreiz, genau so etwas zu machen. Also es wird ja alles sehr teuer, ja, Strompreise gehen hoch. Jetzt haben Sie einen Anreiz, so etwas zu machen. Damit retten Sie sich selber erstmal kurzfristig raus, aber nur so lange, wie es nicht genug andere auch gemacht haben. Also wenn Sie der Einzige sind, der eine Solaranlage auf dem Dach hat, ist alles in bester Ordnung. Ja. Wenn das alle haben, dann merken Sie, dass die Kosten für das Stromnetz ja genau die gleichen geblieben sind wie vorher. Und Sie können am Ende in der Summe praktisch keinen echten Vorteil von der ganzen Sache mehr haben, einfach weil es alle gemacht haben und Sie eben trotzdem bezahlen müssen, dass sie die Bereitschaft oder dass der Versorger die Bereitschaft zur Verfügung stellt, dass sie eben auch im Winter richtig versorgt werden können. Ja? Ganz großes Problem bei solchen Sachen. Und das ist eben immer, hängt das zusammen mit dieser Fixkostendegression, die drin steht. Ja? Das ist insbesondere auch dann, wenn ein bestehendes Netz oder eine bestimmte Struktur ersetzt werden soll durch eine andere, dann kommt das immer besonders stark zum Tragen. Ich sage jetzt noch ein paar weitere Aspekte, die für meine Begriffe bei Fernwärme sehr wichtig sind, nämlich: Wir haben in den Strom- und Gasnetzen bisher immer die Fiktion, dass wir den Netzbetreiber auf der einen Seite haben und auf der anderen Seite eine Konkurrenz. Also wir tun so, als könnte der Strom von verschiedenen Anbietern eingespeist werden. Das ist natürlich physikalisch nicht zutreffend, aber wirtschaftlich ist das durchaus zutreffend. Und auf diese Art und Weise haben wir eine Konkurrenz. Das haben Sie bei Fernwärme nicht. Ja, bei Fernwärme ist es so, dass Sie einen Anbieter haben, der bei Ihnen, naja, vor Ort ist, ja, oder manchmal wird das ja dann auch Nahwärme genannt, wenn sozusagen so nahe Fernwärme ist, ja. Aber es ist eben einer, der lokal ist und da können Sie nicht ohne weiteres ausweichen. Das heißt also, Sie haben hier immer die Situation, dass eigentlich ein Regulierer immer drauf gucken muss, ja. Und Sie können relativ sicher sein, dass Sie bei so einer Ersetzung von einer dezentralen Lösung zu einer zentralen Lösung, dass Sie dort auch jede Menge Anreizkonflikte reinkriegen. Ja, also indem ein Regulierer drauf guckt, macht er halt immer konkrete Vorschriften. Derjenige, der reguliert wird, versucht sich rauszuwinden, versucht immer welche Schlupflöcher zu finden, wie er drumherum kommt. Und am Ende haben wir eben so eine Situation, wie Sie es beispielsweise auch bei der Deutschen Bahn kennen, ja, die dann ausgefallene Züge nicht als verspätet zählen. Also das ist ja auch eine Faszination, ja, aber das, solange das geht, werden die eben nach Verspätungen bezahlt, aber ausgefallene Züge sind keine verspäteten Züge, also haben die eher ein Interesse daran, einen Zug ausfallen zu lassen, als ihn zu spät ankommen zu lassen. Ja, ich überspitze jetzt ein bisschen, aber so vom Grundsatz her ist das durchaus so. Und das ist ein Problem, was Sie bei Fernwärme tendenziell auch haben. Also es muss reguliert werden, weil die sich ansonsten einfach selber bedienen würden. Auf der anderen Seite haben die aber jetzt immer Anreize zu versuchen, um die Regulierung auszuweichen. Und wie gesagt, das wird garantiert so etwas wie am Ende eben, naja, die Deutsche Bahn, ja, die wir leider zu Genüge kennen. Und nun, das klar ist, ich bin passionierter Bahnfahrer. Ja, ich habe seit Ewigkeiten immer eine Bahncard und ich weiß also genau, wovon ich da spreche. Ein weiterer Aspekt, den man bei diesem Gasnetz ebenfalls beachten muss, ist die Transportleistung. Was den meisten nicht klar ist, ist, dass wenn wir mal in Energie denken, die da übertragen wird, darum geht es ja letztlich, ja, dass da das Gasnetz tendenziell in vielen Bereichen eine höhere Kapazität hat als das Elektronetz. Das bedeutet also, wenn wir das eine Netz jetzt abschalten, dann muss alles durch das andere durch. Das wird so erstmal nicht funktionieren, müssen wir ausbauen, haben die ganzen Probleme, von denen wir eben gesprochen haben. Also für das Elektronetz gilt das gleiche an Problemen, was ich eben über diese Fernwärmesache gesagt habe. Wenn aber die Kapazität zwischendurch zum Engpass wird, wissen Sie ganz genau, was passieren würde, nämlich dann gehen die Preise hoch. Ja? Also wenn Sie 2 Netze im Augenblick haben, die parallel arbeiten, Sie bauen 1 komplett ab, wird das andere ganz stark belastet, wissen Sie ganz genau, Sie werden dort eine Engpassbelastung bekommen, die sich am Ende
in Preisen niederschlägt. Und zwar deutlich. Ja? Einfach deshalb, weil die Kapazität weg ist. Eine Sache, die in der Diskussion im Augenblick überhaupt nicht auftaucht, komischerweise. Aber deshalb sage ich es Ihnen ja gerade. Gucken Sie jetzt mal an, was ist denn eigentlich wirklich der Grund dafür, dass jemand gerne solche Netze zurückbauen möchte? Und der Grund ist natürlich vollkommen klar. Es gibt bei den ganzen Problemen, die ich Ihnen gerade geschildert habe, immer die Gefahr, und ich sage das jetzt einmal als normales Wort und einmal in Anführungsstrichen, also es gibt die Gefahr, dass der Gasausstieg keinen Bestand haben wird. Wenn die Leute wirklich merken, wie teuer das Ganze wird, und ich bin überzeugt davon, dass es im Augenblick bei den meisten nicht angekommen ist, wie viel Geld das in der eigenen Tasche bedeuten wird. Wenn es ankommt, bin ich mir relativ sicher, dass einfach Parteien sich hinstellen werden und sagen werden, wir machen dieses Gesetz wieder rückgängig oder wir verschieben das oder sie machen irgendwelche wachsweichen Ausflüchte, ja, haben irgendwelche Sonderregeln oder weiß ich was, also dass man da gesichtswahrend was machen kann. Aber es ist eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieses Gesetz nicht in der Härte umgesetzt wird, wie es im Augenblick auf dem Papier steht. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist da. Und das sehen die Grünen natürlich auch. Und deshalb, oder mit Grünen meine ich gar nicht mal nur die Partei der Grünen, ja, sondern diejenigen, die in diesem Fall sozusagen auf dieser grünen Schiene sind. Das, die können auch innerhalb der CDU sein. Ja. Also gut, das heißt also, diejenigen, die auf dieser grünen Schiene sind, die sehen das und empfinden das als eine Gefahr und versuchen jetzt einfach einen Bindungsmechanismus zu erzeugen, sodass ihre nachfolgenden Regierungen es gar nicht mehr anders machen können. Also selbst wenn sie wollen, können sie es dann gar nicht mehr anders machen. Und dass das wirklich so gedacht und gehandhabt wird, das sehen Sie beispielsweise daran, dass in Hamburg ein hochmodernes Kohlekraftwerk stillgelegt wurde und mitten in der Energiekrise noch gefordert und durchgesetzt wurde, dass dieses Kohlekraftwerk endgültig stillgelegt wird, also technisch so stillgelegt wird, dass es nicht mehr zu vertretbaren Kosten wieder in Betrieb genommen werden kann. Also selbst als Notreserve ist dieses hochmoderne Kraftwerk in Hamburg, Kohlekraftwerk, nicht mehr verwendbar, weil es absichtlich physikalisch stillgelegt werden musste. Und daran merken Sie, das ist einfach ein Rückbau, bei dem selbst in einer solchen Sondersituation, aus, ich sage jetzt wirklich mal ideologischen Gründen, Überzeugungstätergründen vielleicht, wenn Sie es ein bisschen positiver formulieren wollen, dass aus diesen Gründen heraus solche Dinge wirklich technisch zerstört werden, um zukünftige Regierungen zu binden. Denn auch da war die Angst im Raum, vielleicht will hier irgendeiner dann das Kohlekraftwerk doch nochmal reaktivieren. Und es kann durchaus Situationen geben, nämlich dann, wenn die Leute da sitzen und frieren oder die Lichter ausgehen, dann hätte es durchaus sinnvoll sein können, dass ein solches Kohlekraftwerk tatsächlich einfach nochmal reaktiviert wird. Und sei es auch nur in Sondersituationen. Übrigens, abgesehen davon war das, wie gesagt, ein sehr modernes Kraftwerk und hat auch Fernwärme zur Verfügung gestellt und sowas. Also da möchte ich erstmal die Umweltbilanz genau sehen, ja. Wir haben erstaunlicherweise in der Vergangenheit bereits Erfahrung mit dem Herausreißen von Netzen. Vielleicht erinnern Sie sich noch, dass früher man mal mit Gas gekocht hat. Und zwar normalerweise mit Gas. Und dann kam plötzlich eine Zeit, in der auf Elektroherde umgestellt wurde. Und man fragt sich so ein kleines bisschen, wie konnte das eigentlich passieren? Also wenn Sie mal mit Gas, mit einem klassischen Gasherd gekocht haben und einem klassischen Elektroherd, dann ist dieser Elektroherd einfach idiotisch schlecht dagegen. Ja, es ist einfach unfassbar schlecht. Ja. Es ist langsam und weiß ich, was nicht alles dahinter steht. Ja. Er tuckert da langsam vor sich hin, Sie kriegen das Wasser nicht richtig warm, Sie können die Geschwindigkeit nicht in der schnellen Geschwindigkeit die Temperatur anpassen, lauter solche Sachen. Es gab damals tatsächlich sogar auch Bücher von der Elektrizitätsversorgung, das elektrische Kochen, wo den Leuten also beigebracht werden musste, wie man mit diesem komischen, trägen Traktor von normaler Elektroplatte, wie man damit kochen kann. Ja. Kein normaler Mensch, der sich frei entscheiden könnte, würde das, also zumindest Stand damalige Technik, nehmen. Heute ist das eher drin, weil wir einfach diese Induktionsplatten haben, die ganz nah am Gas dran sind. Damals war das aber nicht so. Und wie schafft man es eigentlich, dass trotzdem die Frauen, die ja damals gekocht haben, diese komische Technologie akzeptieren? Na, man schafft es, indem man ihnen vorher die Gasleitungen aus den Häusern rausreißt. Ja? Man reißt sie einfach raus. Und dann haben sich damals die Männer, die nicht gekocht haben, haben sich hingestellt und haben gesagt, oh, wir wissen, was toll ist und wir wissen, was ihr jetzt machen sollt. Und die Frauen, die eben zu Hause gekocht haben, konnten dann gar nicht mehr anders, selbst wenn sie sich alle samt und sonders zu ihren Gasherden zurückgesehnt haben. Ja, wie gesagt, damals war das ja noch normal, dass eben tatsächlich eigentlich fast nur die Frauen gekocht haben. Ja. Es gibt auch andere Situationen, wo solche Dinge gemacht wurden, nämlich beispielsweise die Schienennetze in den Städten. Also viele Städte hatten ein funktionierendes Straßenbahn-Schienennetz. Es wurde rausgerissen. Und warum wurde dieses Netz rausgerissen? Na, weil die Autoindustrie damals natürlich ganz stark dafür lobbyiert hat und dafür gesorgt hat, dass dieses Schienennetz zerstört wird. Wir haben gleich zwei Vorteile davon gehabt, nämlich erstens ist es für die Autos dann besser und zweitens, also können wir besser drauf fahren, ja, und zum anderen ist es so, dass sie eben keine Konkurrenz mehr haben. Ja. Und auf die Art und Weise werden eben, ja, indem Netze zerstört werden, werden bestimmte Fakten geschaffen, aus denen die anderen nicht mehr rauskommen, selbst wenn sie einen Fehler nachträglich bemerken. Das ist eine ganz einfache strategische Überlegung. Sie ist wirklich einfach, diese Überlegung. Aber es ist eine, die immer wieder durchkommt. Ja? Und
deshalb, ich kann Ihnen nur sagen, die Zerstörung des Gasnetzes ist einfach ein unglaublich wichtiges Thema. Und Sie können Gift darauf nehmen, dass in den nächsten Jahren es einen Krieg um dieses Gasnetz gibt. Also in gewisser Weise hoffe ich, dass es diesen Krieg gibt und die Verteidiger der Gasnetze auch einfach aufwachen und einfach merken, dass da etwas ist, was man verteidigen muss. Und dass es etwas ist, was gerade aus auch anderen Gründen heraus angegriffen wird. Also viele stellen sich jetzt einfach hin und sagen, ist ja alles nur gut für den Umweltschutz. Naja, da wäre ich ganz vorsichtig damit, aber das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Insbesondere ist es so, dass es eben einzelnen Interessensgruppen sehr starke Vorteile verschafft und die deshalb versuchen, hier einfach so vollendete Tatsachen zu schaffen, dass man nicht mehr rauskommt aus dieser Nummer, selbst wenn man es in der Zukunft anders, also kollektiv anders bewerten würde. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, egal welche Dementi kommen, Sie können sicher sein, dass es darauf hinausläuft, also auf diesen strategischen Konflikt, von dem ich gerade eben gesprochen habe. Und Sie werden sehen, dass dort diese strategischen Aspekte, von denen ich gerade gesprochen habe, mit den Kostenaspekten so raffiniert vermischt werden, dass am Ende die eine Seite immer argumentiert, nein, das machen wir ja nicht, um unsere Interessen durchzusetzen, sondern das machen wir nur, weil es für die armen Kunden sonst zu teuer werden könnte. Ja, Sie erinnern sich an diese Fixkostendegression, von der ich vorhin gesprochen habe. Es sind ja nur die armen Kunden, die geschützt werden müssen. Dass erst der Aufbau des anderen Netzes diese Kosten überhaupt verursacht, wird da natürlich gar nicht weiter erwähnt. Und dass vor allen Dingen dieses andere Netz ja ebenfalls am Anfang genau die gleichen Probleme hat. Und vielleicht übrigens auch längere Zeit diese Probleme hat. Also dass hohe Fixkosten auf wenige Personen umgelegt werden müssen. Ja, da steht dann diese Argumentation überhaupt nicht drin. So, was halte ich für wichtig? Also Sie denken bitte bei dieser ganzen Diskussion immer an Vorabkosten, insbesondere bei Netzen. Machen Sie sich klar, dass das bei allen Netzen diese Vorabkosten eine unglaublich wichtige Größe sind, dass die aber nicht in den laufenden Betrieb einfließen. Ja, man muss das trennen von den Fixkosten. Ja, ganz wichtige Sache. Und ich halte es für unglaublich wichtig, sich alle strategischen Möglichkeiten offen zu lassen. Ja, also wenn Sie sich selber strategische Möglichkeiten verbauen, kann es in manchen harmlosen Fällen tatsächlich mal sinnvoll sein. Ja, also es gibt durchaus Fälle, wo man sich selber der Möglichkeiten berauben sollte. Bei solchen Dingen wie hier, also wo wir eine über 100 Jahre hinweg gewachsene Infrastruktur haben, wie unglaublich teuer ist, die strategische Möglichkeiten auch für andere Arten von Gasen ermöglicht. Da habe ich ja diesmal gar nicht drüber gesprochen, aber es sind ja auch technische Möglichkeiten, die da dranhängen. Da kann ich nur davor warnen, diese wahnsinnig hohen Vorabkosten einfach völlig zu zerstören, in dem reinen Glauben, das andere wäre jetzt so viel besser. Das ist genau die gleiche Sache wie mit den Elektroherden. Es hätte überhaupt nichts geschadet, diese Gasnetze einfach in den Häusern drin zu lassen. Ja, man hätte ja einfach drüber renovieren können, man hätte den Gasanschluss da lassen können. Wäre ja alles möglich gewesen. Ja, und dann hätte man, nachdem man gesehen hat, wie schlecht diese Elektroherde eigentlich sind, über Jahrzehnte hinweg noch bestimmte Dinge machen können. Aber nein, ja, wer da so etwas verhindern will, der will natürlich dann auch die technischen Möglichkeiten zerstören, mit denen so etwas möglich ist. Und da müssen wir unbedingt kollektiv dagegen arbeiten. Wir müssen diese Möglichkeit zur Technologieoffenheit weiterhin haben. Und lassen Sie sich nicht einreden von irgendwelchen Leuten, die behaupten, Technologieoffenheit sei Ideologie. Das Gegenteil ist der Fall. Ja, es ist eine Ideologie, wenn man Technologieoffenheit verhindert. Das muss einem klar sein. Gut, soviel zu meinem Plädoyer. Wenn Sie das mögen, dann, wie gesagt, gerne meinen Kanal abonnieren. Das Liken dieses Videos kann natürlich auch nicht schaden. Und Sie wissen ja, ich bin immer interessiert daran, Ihre Argumente zu diesem Thema zu hören. Also schreiben Sie mir die gerne in die Kommentare rein. Ich finde das immer super spannend. Okay, in dem Sinne, wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin.